Willkommen zur Sportlerwahl 2010 hier im Saal in Scharm. Aufgestellt heute 5 Herren und 5 Damen und 2 Teams, die sich den Titel des Sportler des Jahres Liechtensteins gerne einverleiben würden. Wir wünschen Ihnen schöne Unterhaltung heute, es wird ein spannender Abend. Viel Spaß bei Volksblatt Online. Die Mannschaft des Jahres 2010 ist der Fußball FC Vaduz. Erik Ory, Mannschaft des Jahres mit dem FC Vaduz, herzlichen Glückwunsch dazu. Habt ihr damit gerechnet? Nein, warum nicht? Weil wir doch eigentlich jetzt in einer kurzen Zeit da probiert haben, was zu bewegen. Aber wie gesagt, es war schon überraschend und natürlich eine positive Überraschung. Es ist einfach eine ehrsinnige Anerkennung, dass die Arbeit, die was wir machen als Trainerteam, als Präsident mit seinem Verwaltungsrat und die Spieler, dass das geschätzt wird. Und ja, dass das ausgezeichnet wird, auf das kann man nur stolz sein. Steffi Vogt. Ja, Steffi Vogt, Glückwunsch, Sportlerin des Jahres 2010, das zweite Mal nach 2007. Hast du damit gerechnet? Gerechnet, nein, es ist ein starkes Teilnehmerfeld, gehofft natürlich schon, ja. Wie stolz ist man da, gerade nach der Verletzung, die du hattest, fast 1,5 Jahre nicht spielen können, mit Unterbrechungen mal wieder, dass man so zurückkommt und dann auch wieder so einen Titel, einen Landestitel auch gewinnt? Ja, also wie du schon gesagt hast, das ist das zweite Mal und ich muss sagen, es bedeutet mir fast noch mehr. Also nach der wirklich schweren Verletzung, die ich hatte und nach dem steinigen Weg zurück. Und ich bin sehr froh mit dem Jahr, also wie es gelaufen ist und bin jetzt wirklich stolz drauf. Ja. Sportler des Jahres 2010 ist der Marco Müller. Marco Bökel, Glückwunsch, Sportler des Jahres. Routine für dich, 8. Mal schon. Routine. Ich kann nicht sagen, dass das Routine ist. Es ist jetzt mal, bin ich ein bisschen kribbelig und nervös. Würde ich Sportler des Jahres oder nicht? Ich bin heute nervös gewesen. Was gesagt, Sportler des Jahres ist. Und da bin ich schon ein bisschen nervös. Und ich habe es gehofft, dass es wäre. Also Routine, nein. Jetzt war es für dich das letzte Mal. 8. Mal gleichgezogen mit der Birgit Heb. Auf Platz 2 nur die Hanni Wenzel vor dir. Noch nicht noch ein Kribbeln da, dass man vielleicht, naja, einmal mache ich noch, dann gewinne ich es nochmal und dann bin ich gleich mit der Hanni Wenzel? Naja, nein, das passt so. Es ist gut, wie es ist.